Slowakische Bürger haben trotz der pro-russischen Haltung ihrer Regierung Millionen für die ukrainische Armee gesammelt. Mehr als 4 Millionen Euro wurden von der Initiative Munition für die Ukraine für die Lieferung von Waffen an die Ukraine gesammelt. Eine der Hauptorganisatorinnen sagte, dass viele, die sich beteiligt haben, nicht mit der Ukraine-Politik der slowakischen Regierung einverstanden sind. In some interviews, our government are ironic to the goal of the collection, and they say it's nothing, almost nothing. They are our official government, so we respect them. But we are democracy, so this is our approach: how to react to this when government is not willing helping people living in Slovakia are want to. Der slowakische Schriftsteller Martin Šimečka beteiligte sich ebenfalls an der Spendensammlung und sagte, dass Spenden eine großartige Möglichkeit für Bürger seien, zu helfen. People are upset about that government, and so that for them it was a way how to give the voice and money and to show we are here and we disagree with the government, and that's a way how we can show it. So basically, on contrary, if the government is pro-Ukrainian, this wouldn't make sense to collect the money from the people. Or even if somebody tried, they wouldn't be so successful. Juraj Banár szlovák külügyminiszter március végén azt mondta, hogy Szlovákia nem küld fegyvert Ukrajnának, mivel meglátásuk szerint a háborúnak nincs katonai megoldása. A civil kezdeményezés szervezői szerint a szlovákok közül sokan szégyellik a kormány Oroszország központuságát, ezért is támogatják sokan a kezdeményezést. Kónya Rita, Euronews, Pozsony.